ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വാൾസ് റോഡയിലുള്ള വേൾഡ് ഫോഗൽ പാർക്കിലാണ്. ഫോഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി, അതായത് ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയാണിത്. ഇവിടെ ഏകദേശം 650 സ്പീഷ്യസ് ബേർഡ്സ്, ടോട്ടല് ഏകദേശം 4000 ബേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 150 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക്. എന്ത് അവധി ആയതുകൊണ്ട് മക്കളെയും കുട്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുവാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടി വേണം നമുക്ക് കയറാൻ. ഇതിൻ്റെ അകം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ പല പാർട്സ് കൊണ്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തൂവല് കൊണ്ടുള്ള കുറേ ഡെക്കറേഷൻസും അതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഷോപ്പ് കാണാനും. കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ.
270 Grad drehen können. Ja? 270 Grad, das ist fast ab. Wissen wir immer, wo sie liegt. Ja? Also das ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte. So, mehr muss ich gar nicht machen. Einen Flug noch zu mir und dann hat sie auch schon Feierabend und wir wollen mit dem Programm an die Richtung kommen. Ohne dazu so nach hinten zu umdrehen. Nee, stopp, stopp, die Leute sind noch da. Applaus heißt Feierabend, ja? Am Ende der Nummer. Und wenn wir sitzen, wie ich ja gesagt habe, wir machen nur das Nötigste, das auch nicht mehr. Ja. So, also erst wenn sie im Heimathafen ist, da hinten. Blitzschnell. Liegen. Jetzt, komm, ab zu innen. Komm zu innen. Dankeschön. Sonst ist hier noch ein wenig und denkt sich so, ach, alles gut, hier passiert gar nichts. Wirklich schön warm in Afrika heute. Und dann kommt der Sekretär immer dazu. Und die Schlange denkt sich so, irgendwie sind wir lieber zu. Ich hab Fabel und dann, oh, kein Sekretär. Und dann geht's los. Die Schlange geht auf. Jetzt! Ja, ich lasse es gehen, ist okay. Ich nehme viel Applaus, das wäre ihr Einsatz. Ich wollte das Ganze noch nicht so auf die... Das ist der Amen, der spielt heute sogar mit seinen Reizen. Hä? Und wenn es Brechreize sind, ich weiß es auch nicht. Also gut, schnapp ihn dir, nachts sind alle Katzen grau, lauf! Ja. Ich hoffe, er schafft es rechtzeitig, die Mütze abzuziehen. Ne? Okay. Wie klappt das Ganze jetzt wirklich? Wird, das zeigen wir. Achso, ich habe vergessen, der hat noch so 40 cm lange Lederbällchen an seinem Bein. Die plant er beim Fliegen nicht mit ein, ja? Das wird verdammt knapp. Merken Sie gleich, knallt so ein bisschen an der Stirn. Manche stehen drauf, ne? Mit Leder behauen zu werden. So ist das, ja? Ist bei uns all inclusive. Gut, also, warum heißt er eigentlich Gaukler? Ja? Der Gaukler, gerade die Männer, die machen in freier Natur schaukelnde und gaukelnde Flüge. Und daher haben sie ihren Namen bekommen. Denn tatsächlich gehen die mehrere hundert Meter hoch in den Luftraum und machen dann Wurzelbäume Richtung Erdboden, um die Gunst des Weibchens zu bekommen. Denn die Weibchen beobachten das Ganze. Ja, das müssen die machen, ne? Willst du das machen? Nee, ne? Sag's nicht zu laut. Sie sitzt direkt daneben. Nelson, komm doch mal ran. Ja, gut. Jawohl, wunderbar. Dann gehen wir nochmal hier in die Diagonale rüber, das ist in Ordnung. Ich mache das Ganze noch ein bisschen kritischer für Sie und spannender. Ich gehe nämlich so ein paar Stufen runter, dann wird es noch knapper. Und lustig, ne? Ja, noch lachen wir alle. So, guck mal, da hinten, da ist der Amen. Kannst du mal die Feder selber sauber? Vielen Dank. Da darfst du mal hinfliegen, richtig schön. Ja, hey, ja, Vorsicht! Wunderbar. So, und dann wollen wir nochmal eine lange Bahn machen. Das heißt, ich gehe nochmal nach hinten. Und, Dankeschön, wunderbar. Ich bin sehr froh, dass hier jemand aufgestanden ist. Das macht mein Vater dran. So ein Witzvoll. Komm, das ist mein Moment, mein Foto. Vogel am Kopf. Vogel weitergeflogen. Der Sohn war auf dem Boden. Alles okay. Er hat sogar eine Jahreskarte gelöst in dem Moment. Sie bis zum Jahresende mit Vogel in diesem Hof liegen. Wenn du kommst nicht ran, so ist das. So, guck mal. Machen wir mal richtig ran. Ist auch noch vorgewärmt für dich. Ne? Und dann gibt es noch ein lecker Häppchen. Das ist für die Vogel. Okay? Ich muss das sagen, manchmal schneller weg wie Mentos. Glauben Sie mir. Okay. So, guck mal, dann kommt der Nelson von dort hinten. Nelson aus Afrika, wir haben heute ein Geburtstagskind aus Deutschland. Achso, je näher der Vogel kommt, desto größer wird er. Ist normal, nennt sich Physik. Okay, keine Angst haben. So, Nelson, kommst mal ran hier vorne, ein Geburtstagskind. Einmal bitte. Der kleine Nelson möchte bitte ins Kinderparadies, der Nelson, bitte. Und dann hast du dein Applaus und dein Applaus. Alles gut. Ja? Kommst du alleine, soll ich mal loslassen? Ah, ich halte mal lieber mit fest, ne? So, wie schwer ist der? Was meinst du mit dem Kilo? Schätz mal, sag. 50 Kilo. Das ist ein Vogel und kein Bandschrank. Tschüss, ja? Nelson. Der hat 2200 Gramm. Das sind umgerechnet so 20 Tafeln Schokolade, die dürft ihr vielleicht kennen, oder? Hast du gut gemacht. Wie mein Target aussieht, denn tatsächlich ist es so, dass die Vögel, so wie wir sie jetzt hier haben, nach und nach in der Gruppe unterwegs sein können. Ja? Das bedeutet, dass es die einzigen Greifvögel sind, die wirklich im Gruppenverband auf der Jagd sind. Ja? Also dementsprechend ist es wirklich so, dass man mit denen richtig viel Beute machen kann. Das wissen auch die Jäger und Falkner. Deswegen werden die nach und nach trainiert. Und dann weiß man, man muss die ganze Arbeit nicht alleine machen. Ne? Also eine richtig clevere Geschichte.
Männchen und Weibchen kann man in der Weibchenwelt auch ganz gut unterscheiden, indem man einfach mal auf die Größe schaut, denn tatsächlich ist es in den meisten Fällen so, dass die Weibchen einfach ein Drittel größer sind. Ja, deswegen heißt das Weibchen auch oft Weib. Und das Männchen Terze, Terze kommt aus dem Lateinischen, bedeutet Tertium, also ein Drittel, in diesem Falle ein Drittel kleiner als das Weibchen. So, einfach für die Mama, dann wollen wir uns mal richtig gerne runterfliegen. Ich hoffe, heute bremsen wir auch. Die letzten Tage ist die Tiefe immer voll ins Publikum geknallt. Springen wir einfach zur Seite oder machen so O-Beine, dann kriegen wir das Ganze auch hin, ne? So, das sieht gut aus, Bimo Timmy, oben im Anzug. Einmal links müsste die Bimo sein, rechts die Timmy. Und wir wollen mal schauen, ihr müsst bitte bremsen. Timmy, du musst bremsen! Wunderbar, perfekt, willkommen in unserer kleinen Reise. So, da sind die Bimo, bleib oben, du schaffst das nicht. Bleib oben, das ist okay. Einfach oben bleiben, ja komm, ich mach dir auf. Bitteschön, super. So, unsere beiden gefräßigen Delikane, Bimo und Tiffy. Was ist mal los? Was muss man hier? Ja, also die merken schon, die haben ordentlich Energie übrig und die haben ein paar Besonderheiten, wovon wir berichten wollen. Lass mich doch erstmal das Futter rausholen, was ist los bei dir? Also wir haben so einen dehnbaren Schnabel, schauen wir mal hier, da passt ordentlich was rein. Mit dehnbaren Kiegelhaut, wo es dann können, tut ihm nicht weh, haben sie keine Angst, ich mach das hier mit zwei Fingern. Damit kann er nämlich den Fisch aus den seichten Gewässern direkt rausfangen und ohne Probleme direkt runterschlucken. Er kann den auch seitlich auf und zu fahren. Schauen Sie mal hier. Muss er können, denn damit casht er es raus, wie so ein Nudelsieb. Ne? Das jedenfalls in der Theorie. In der Praxis die viel oder innen, aber okay. Ja. Wir haben also gemerkt, Pelikane, die sind sehr, sehr gut im Fliegen, sehr gut im Schwimmen und sehr gut im Fressen. Ja. Ich glaube, ich habe noch so ein bisschen Reiseprobleme. Nun lass mich doch mal rein. So, ja, tatsächlich. Ein bisschen Reiseprobleme habe ich noch. Kennt ihr das Prinzip einer Biotonne? Unten drauf geht, oben geht der Deckel auf. Alter, ich kann ein bisschen weiter drauf gucken. Dann geht alles rein. Plastik, dein Tier hat es geschmeckt. Allzeit. Danke, Bimo. Danke, Tiffy. Schönen Feierabend und danke fürs Mitmachen. Da braucht man so ein bisschen, bis man den Ausweg findet. Verstehe ich aber auch, denn am Kopf, schauen Sie mal hin, 70% Schnabel, da kannst du keine Wunder mehr erwarten. Ne? Viel Platz für ein Hirn ist da ja nicht. Deswegen sind Pelikane auch immer in einer Gruppe unterwegs. Viele Kleinhirne ergeben einen Großhirn. So ist das. Ne? Gut.
Yeah.
Hi friends, ich bin am Vogelpark gekannt. Ich bin am Vogelpark gekannt. Bye!